Das Schlimmste, was jetzt hätte passieren können. Ohne du. Flip, whip, I. Was geht ab, Leute? Neues Video. Wir werden heute zum ersten Mal, und wir bedeutet in dem Fall ich, zum ersten Mal nach ziemlich genau 3 Monaten heute wieder aufs Mountainbike steigen. Erstmal nur aufs Enduro-Rad, weil ich muss es langsam angehen lassen, aber ich habe ja das Go vom Arzt bekommen, dass ich entweder ein bisschen aufs Mountainbike steigen darf. Ich soll zwar noch nicht großartig springen oder sonst was machen, also ich muss noch echt vorsichtig sein, weil die Belastung auf Zug, wie gesagt, immer noch kritisch ist. Heute zum ersten Mal wieder aufs Rad. Genauer gesagt, es ist allerdings nicht das erste Mal. Und zwar wollte ich das, was ich jetzt vorhabe, einfach nur quasi eine kleine Enduro-Runde drehen, schon vor ein paar Tagen machen. Allerdings lief das überhaupt nicht wie geplant. Schon bevor ich überhaupt im Wald war, ist mir das passiert. Ich hoffe, du filmst aber dann noch. Ich sehe kaum. Alter, nee, da hab ich jetzt gerade ernsthaft. Schon mal direkt, ich bin noch nicht mal im Wald, direkt eine Wespe ins Knie gestochen. Keine 5 Minuten später ist mir dann das hier passiert. Was war das denn? Nee. Alter. Das ist so ungefähr das Schlimmste, was jetzt hätte passieren können. Die Kette ist gerissen und in dem Moment drückt es natürlich voll gegen die Schulter, weil du natürlich voll mit voller Belastung dich auf deine Arme ablehnst. Alter, genau das soll nicht passieren. Das war's auch schon von dem ersten MTB Ride. Kette gerissen, aus die Maus und konnte nach Hause schieben, war aber kein Problem. Ist zum Glück nichts passiert, auch wenn es vielleicht schon echt ein bisschen kritisch war. Es hätte echt schlimmer kommen können, dafür, dass die Schulter noch so labil ist. Ich hatte aber noch Besuch, der Yannick war da. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus einem Video von vor ziemlich genau zwei Jahren. Und zwar hatten wir damals ein Game of Bike gespielt. Könnt ihr euch auch hier oben nochmal reinziehen. Und damals hat er Yannick verloren und wir waren direkt danach auf dem Pangaea Festival. Er durfte dort die Strafe machen. Dieses Jahr konnte ich leider nicht gegen ihn antreten im Game of Bike. Daraufhin haben wir ihm einfach ein paar Challenges gestellt, das heißt ein paar Tricks. Die zeige ich euch hier. Oh, wie war's denn, Enduro fahren? Scheiße, Kette gerissen. Nee. Doch. Besser warst du so schnell wieder. Schon nice, oder? Schön, vor allem das ist das Schlimmste, was passieren kann. Du fährst so und das. In dem Moment, wo du Kette reißt, bockt halt alles auf die Schulter. So. Ja, so. Bin noch nicht mal losgefahren. Ich bin gerade so oben zur Straße gefahren, bin noch nicht mal im Wald gewesen. Erstmal schöne Wespe hier ins Bein gestochen. Ach was, echt? Ja, Drecksviech. Wahrscheinlich, weil ich das Gelbe gesehen habe. Dachte so, boah, geil, da will ich hin. Ist hier unter die Hose. Ich merke was und in dem Moment so, fuck. Oh. Ja, das war schon schlechtes Oben, glaube ich, für die Ausfahrt. Egal, morgen neue Kette besorgen und dann geht's weiter. Was geht bei dir so? Session. Session, Yannick. Junge, ja. Macht schon Bock. Ja? Bist du schon am Raven? Yannick muss jetzt mit sich selbst ein Game of Bike spielen, weil ich ja nicht mitspielen kann. Ja, kriegen wir hin. Wir callen ja einfach ein paar Shots. Wie sieht's damit aus? Yo. Was hast du bis jetzt schon so gemacht? Nicht viel, nur No Hand oder so im Bauspin. Double Whip? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Gut, dann wird's Zeit. In der Line oder einfach nur Tricksprung? Wo du willst. Alles klar. Ohne du. Ui. Will man Johnny sagen? Aber ich nenne dich jetzt einfach Yannick. Yannick. Das war ein gutes Warm-up. So viel. 3-Whip. 3-Whip? Ja. Easy, oder? Ja, too easy. Too easy. Okay. Du kaufst mir danach noch 4 Shots. Vier Shots. Also Jägermeister, Pfeffi. Nee, und wenn ich hier alles schaffe, musst du was machen. Auf dem Pangaea. Okay. Und wenn ich. Okay. Also nur um das mal kurz zu klären. Es geht ja darum, dass wir, wie gesagt, das Game of Bike gemacht haben. Da hat der Johnny verloren, hat er deswegen eine Strafe, weil wir jetzt. Yannick. Weil wir jetzt am kommenden Wochenende wieder auf dasselbe Festival gehen, 2 Jahre später, brauchen wir also wieder eine Strafe für den Verlierer. Darum geht's gerade. Und gerade geht's darum, dem Yannick so viele unmögliche Tricks zu callen, ja, nee, dass er einfach wieder verliert. Wir suchen einfach welche aus jetzt, okay? Ja. Also, dann through a bar haben wir jetzt gesagt. Ja, dachte ich, Junge. Was? Through a bar. Ja, safe, oder? Nee, wir machen jetzt einfach. Du bist doch dieser von Night of Freestyle, oder? Okay, pass auf, 3er Whip. Flip Whip. Whee!
Das sieht jetzt zwar auf der Kamera noch recht hell aus, finde ich, aber ich glaube, das ist in echt ganz schön dunkel und ich glaube, es gibt gleich richtig Regen. Deswegen muss ich jetzt mal senden. Flip, whip, easy. Oh, Fuß abge... Oh! Oh, Lord! Aber du stehst ja auf Nacktbaden, oder? Nackt auf jeden Fall nicht. Nie, nicht. Das war doch abgemacht. Miese Zeit hin, Bruder. Komm, wir machen es anders. Wie denn? Du kommst mir, du darfst mir einen Trick mehr erwarten jetzt. Ja, wieso? Das? Also dann fehlen jetzt noch wie viel? Zwei Stück noch jetzt. Aber eigentlich hast du ja schon verloren. Hm. Nee, eigentlich nicht. Aber nur ein bisschen überdreht. Und wegen Rindenmulch bin ich halt Fuß, weggerutscht. Und Fuß abgesetzt. Ohne Rindenmulch wärst du vielleicht verbittert. Wärst du gefallen. Triple Truck? Ja, ich kann ihn probieren, ich weiß nicht, ob ich den pack. Okay. Aber wenn ich ihn jetzt nicht schaffe, dann ist es halt einfach so, dann darf ich wieder was machen. Also, ja. Nice. Alles klar. Sehr schön. Also, Pangea Festival steht an. Helm darfst du aufsetzen wegen der Sicherheit. Mhm. Und Schuhe auch wegen der Sicherheit. Nur Unterhose, die Leinen durchfahren, aber komplett auf Ronnie Mac Modus. Das heißt, du musst jeden Sprung mit Absicht ultra sketch machen. Richtig guten Mode. Oh, Alter. Und dann direkt weiter. Leinen ausfahren, zum Wasser fahren und ins Wasser reinfahren. Jo. Das ist Revival Party. Und danach darfst du eine Flasche Pfeffi exen. Okay. Da freust du dich schon drauf. Ja, da freu ich mich drauf. Durch den Trichter. Session, gute Session. Ja, Alter, letztes Mal hast du da was, war noch der komplette Yard fahrbar, ne? Da war alles fahrbar, ne? Ja, da war alles fahrbar. Stimmt, da haben wir sogar noch Game of Bike, da haben wir noch Tricks vom Stepdown und so gemacht, ne? Ja, überall, ganz überall. Bike, ja. Das waren Zeiten. Jo, das waren Zeiten, sobald, Leute. Sobald er wieder fahren kann, kommt er nach Füllerstadt und dann machen wir das Spiel nochmal. Okay. Okay. Falls ihr das alte Video noch nicht gesehen habt, vor zwei Jahren, checkt's ab. Der Yannick hat leider nicht alle Tricks geschafft, durfte deswegen wieder seine Strafe machen. Und da muss ich auch sagen, haben wir auch ein bisschen verpeilt zu filmen. Aber er durfte am Ende immer noch mit kompletter Montur, also Schoner, Radfahrhose und so weiter, die Wasserrutsche runter ins Wasser. Und jetzt geht's endlich los und ja, ich fahre endlich meine erste kleine, hoffentlich diesmal vernünftige Enduro-Tour. Let's go. Wir switchen wieder auf die GoPro. Ich habe diesmal auch das Windcase oben drauf, damit ihr mich versteht. Hoffentlich, wenn ich mit euch rede. Und ja, let's go. Switch to GoPro. So, ich habe übrigens, also erstmal hoffe ich, man versteht mich einigermaßen. Ich hoffe, das geht klar durch das Windcase. Also, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Genau, ich habe übrigens extra deswegen auch keine Knieschoner an. Einfach um mir bewusst zu machen, dass ich eigentlich noch echt chillig fahren muss und langsam machen muss, nichts riskieren. Einfach weil ich auf keinen Fall unter keinen Umständen auf diese Schulter fallen darf. Weil falls das der Fall ist, dann kann es ganz schnell passieren, dass sie verklebt. Ich hoffe, ich kriege hier keinen Platten. Alter, was geht denn hier ab? Ich kriege ganz schön viele Dornen hier. Hoffen, dass meine Einlagen das jetzt aushalten in den Reifen. Aber es fühlt sich einfach mega geil an, einfach wieder auf dem Mountainbike zu sitzen. Auch wenn es nur ein bisschen rumrollen ist. Ich darf noch nicht mal Wheelies oder dergleichen oder Manuals machen. Also ich kann wirklich das Vorderrad nicht mal vorne hochziehen. Einfach weil ich das, den Arm, wie gesagt, auf Zug noch überhaupt nicht belasten darf. Und muss deswegen echt die ganze Sache ruhig angehen. Auch nicht irgendwie in den Schmerz rein. Also die Action gibt es leider noch nicht. Tut mir zwar auch mega leid, dass ich euch jetzt keine Action bieten kann. Aber naja, ich bin so langsam leid, nur Videos zu machen, wo ich selber nicht Rad fahren kann. Ich will auch einfach endlich wieder Fahrrad fahren. Und zum Glück ist das jetzt ein bisschen der Fall. Einfach wieder ein bisschen rollen. Oh. Aus Reflex. So ein bisschen vorne hochgezogen. Das ist schon kritisch. So, da vorne kommt gleich die Stelle, wo mir letztes Mal die Kette gerissen ist. Ich hoffe, es passiert nicht schon wieder. Aua, das war eine Brennnessel. Fuck. Ha. Okay, jetzt brennt. Okay, hier vorne
als wir damals angefangen haben mit Radfahren, war diese kleine Kuhle hier mega krass, da durchzufahren. Und dann ist mir hier auf die Kette gerissen. Ziemlich genau hier. Okay, schon mal weiter als letztes Mal gekommen, immerhin. Wurzeln sind ungeil für die Schulter, weil das alles so Bewegungen sind, die die Bänder halt normalerweise versuchen auszugleichen. Und die sind ja quasi erst wieder frisch angewachsen. Ich versuche auch echt nur im Sitzen zu fahren. Einfach, damit ich nicht so viel Druck auf die Kette geben kann. Hui. Es ist so heftig warm. Es sind aber immer noch 32 Grad. Hier hat man wieder anscheinend Sprünge gebaut. Ui, sind sie? Alter, guck mal hier. Hier gibt es sogar eine Szene. Das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, dass solche kleinen Sprünge jetzt eigentlich immer noch zu krass sind. Ich hätte schon echt Bock, einfach nur so fürs Gefühl, einmal so drüber hüpfen. Aber ich lasse es lieber langsam angehen. Ich will echt, dass die Schulter wieder 1A wird. Aber cool zu sehen, dass es hier Leute gibt, die auch Bock aufs Springen haben. Ist jetzt echt. Ach, guck mal hier sogar ein Mid-River Gap. Nice. Naja, das geht echt noch nicht. Abgesehen davon, dass der Sprung, glaube ich, noch im Bau ist, so wie es aussieht. So, ich will das Video jetzt auch gar nicht noch in die Länge ziehen. Das ist, wie gesagt, im Moment mein Level an Radfahren, was ich darf und gezwungenermaßen auch kann. Und ja, ich hoffe, ihr begleitet mich weiterhin auf meinem Weg wieder zurück auf die großen Sprünge. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Was genau da abgeht, kann ich noch nicht versprechen. Ich weiß auf jeden Fall, eine Sache, die ich demnächst mal machen werde, ist, dass ich meine beiden Arme mal vermesse. Und zwar ist mein rechter Arm mittlerweile so dünn im Vergleich zu dem linken. Das sieht echt schon fast aus manchen Perspektiven so aus, als wäre der wirklich halb so dünn, als würde er nicht mehr zu meinem Körper gehören. Ich mache das mal in dem nächsten Video, also nicht unbedingt direkt im nächsten, aber in einem der folgenden Videos, wo ich mal einfach zum Vergleich das abmesse, zum gucken, wie dünn ist der Unterschied und wie viel habe ich verloren und wie viel muss ich wieder aufholen. Und nehme euch dann weiterhin mit. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Wenn das der Fall ist, gerne ein Like da lassen, würde mich freuen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr neu seid. Checkt auf den zweiten Channel. Sonntag kommt dann hoffentlich das erste Video da. Und ansonsten checkt den Shop ab. Gibt auch bald fast alles wieder verfügbar. Ich habe alles nachbestellt. Sei es jetzt Hoodies, Shirts, Handschuhe und so weiter. Also bis zum nächsten Video, Leute. Peace.